Ich wollte euch mal ein bisschen was über Türen erzählen. Also ihr habt eine normale Eingangstür, die gehen ja immer nach innen auf. Dann habt ihr Fluchttüren, die werden nach außen aufgehen. Und ihr müsst jetzt darauf achten, die bei innen liegende Türen, das heißt nach innen aufgehende Türen, ist die Falle hier in diesem oberen Bereich und ihr müsst sie reindrücken. Das heißt, ihr könnt mit der Karte reinschieben. Bei einer Fluchttür müsst ihr versuchen, hinter die Falle zu kommen und die Karte zu euch ranzuziehen oder den Draht, je nachdem, was ihr verwendet. Wichtig ist in beiden Fällen, die Tür darf nicht abgeschlossen sein und sie muss entlastet werden. Das heißt, diese Falle steht unter Spannung. Und durch Rütteln an der Tür habt ihr die Möglichkeit, diese Falle etwas, diese Spannung zu nehmen und somit die Tür zu öffnen. So. Profi hat dran gedacht, hier zwei Finger über den Knauf, geht hier oben rein und sucht sich schon mal so einen leichten Ritz. Hier merke ich, ich bin schon ein bisschen drin. Jetzt kann ich die Karte unterstützend ziehen und gleichzeitig hier am Knauf ein bisschen entlasten. So, Tür ist offen. So Leute, jetzt wollte ich euch noch mal kurz zeigen, was mit diesen Drähten auf sich hat. Das heißt, einer ist ja gerade gebogen und der andere hat so ein leicht vorgefertigte mit so einer gekippten Spitze. Vorteil ist natürlich, wenn ihr reingeht ins Schloss, das Ding aufstellt, runterfahrt bis zur Falle, dann habt ihr die Möglichkeit, das mit so einer rührenden Bewegung reinzudrücken. Und das geht weiter ins Schloss rein. Das heißt, hier oben habt ihr die Falle, kippt das Ding auf und das schiebt natürlich leichter die Falle rein. Nachteil bei einem guten Stück ist natürlich, wenn ihr eine eng anliegende Tür habt, ihr stellt das rein, könnt ihr auf einmal nicht aufstellen, weil im oberen Bereich hängen bleibt. Das heißt, Option ist natürlich, das Ding gerade zu biegen oder abzuknipsen und dann das nochmal versuchen. So, jetzt haben wir hier nochmal den anderen vorgebogenen Draht. Ich gebe jeden Tipp, erstmal, bevor ihr irgendwas an dieser Tür macht, guckt unten, ob sie abgeschlossen ist. Das könnt ihr mit demselben Draht machen. Ihr geht jetzt unterhalb, geht ihr rein, stellt den Draht auf und wenn ich hier jetzt zum Beispiel eine Blockade merke, dann weiß ich, die Tür ist verschlossen und ihr kommt mit dieser Öffnungsmethode gar nicht mehr weiter. Das heißt, hier unten reingehen, hochfahren und ihr merkt hier den Riegel, dann ist Feierabend, braucht ihr nicht mehr weitermachen. Dann müsst ihr über den Schließzylinder gehen. So, Prinzip ist ja hier, obere Bereich rein, aufstellen und runterfahren, bis ihr eine Blockade merkt. Das ist die Falle. Ich komme also hier nicht mehr weiter. Jetzt rutsche ich mit diesem Draht ein Stückchen runter, damit ich ungefähr mit Ende des Drahtes auf der Falle bin und stelle das auf. Das heißt, ich kann hier leicht fühlen. Während ich den Draht aufstelle, entlaste ich leicht die Tür. Das ist natürlich von Vorteil und somit macht die Falle das auch mit. Wenn ihr ein eingebautes Schließblech von alten Türen oder irgendwas anderes habt, dann habt ihr natürlich immer das Problem, dass ihr irgendwo aufgesetzte Schrauben oder hier kleine Lücken oder sowas. Und wenn ihr jetzt mit den Karten reingeht, kommt es sehr oft vor, dass ihr irgendwo dazwischen rutscht und nicht mehr weiterkommt. Falls das passieren sollte, rausziehen, komplett nochmal neu die ganze Aktion versuchen. Ihr braucht viel Glück. So, jetzt kommt ja immer die Frage, Draht oder nicht Draht. Wenn ihr irgendwo ein Stück Draht findet, was etwas stabiler ist, dann habt ihr die Möglichkeit, das Ding vorzubiegen. So, ungefähr. Und jetzt macht das gleiche Prinzip. Über der Falle reingehen, aufstellen und leicht runtertasten. Wie ihr seht, geht es auch damit. So Leute, jetzt habt ihr das Problem, wenn die Tür so eingebaut ist, dann habt ihr nicht die Möglichkeit, hier die Karte reinzuschieben, weil ihr auf der anderen Seite der Falle seid. Das heißt, ihr müsst versuchen, die Falle zu euch ranzuziehen. Ist ein bisschen schwieriger. So. Jetzt nehmt ihr einfach mal einen etwas längeren Draht, versucht ihn dazwischen zu kriegen, dass ihr hinter die Falle kommt. Wenn ich jetzt hinter der Falle bin, muss ich versuchen, die Falle zu entlasten
und den Draht weiter runter zu schieben. So, und jetzt habt ihr gesehen, ich muss also hinter die Falle kommen und die dann nach vorne frei arbeiten. Dann funktioniert das auch so. Jetzt gibt es nochmal die Frage, Dichtung oder Nichtdichtung. Also ich würde gucken, also im Normalfall wird die Dichtung nicht wirklich davon irgendwie betroffen. Wenn es natürlich zu eng wird, klar, dann ist es natürlich von Vorteil, wenn man die Dichtung rausmacht. Bankkarten, versicherten Karten gilt nur, wenn zu viel Spielraum zwischen Tür und Rahmen ist. Das heißt also, wenn ihr die nicht kaputt machen wollt, dann braucht ihr die gar nicht erst versuchen. Ansonsten ein Mittelteil von der Flasche nehmen oder so ein Stückchen Draht oder sowas. Das funktioniert dann schon. So Leute, jetzt werde ich natürlich viele Leute wieder hören, die sagen von wegen, ah, das war eine Zimmereingangstür, das ist bei den anderen Türen viel schwieriger. Das will ich euch gar nicht mal sagen. Viele Gebäude sind relativ alt und das heißt, die Türen sind grob fahrlässig eingebaut. Nachteil ist natürlich bei diesen Türen auch, dass wenn ihr im Nachhinein ein eingebautes Schließblech oder sowas habt, dass ihr dann vielleicht irgendwo eine kleine Lücke habt, eine Schraube oder irgendwas anderes. Oder auch bei den neueren Türen eine extra Kante, die das verhindern soll, dass ihr mit den Karten reingeht. Es ist immer eine Glückssache. Es ist scheißegal, ob das jetzt eine Eingangstür von der Wohnung oder eine praktisch gesagt Eingangstür von einem Haus ist. Wenn die scheiße verarbeitet sind, ist immer das gleiche Prinzip. Bei Haustüren habt ihr es öfters, dass es Doppelfalztüren sind. Das heißt, wenn ihr den Draht reinschiebt und komplett durchziehen könnt, dann ist es nur Doppelfalz und ihr müsst mit der Karte am besten ran und weiter hinterkommen. Oder mit dem Spiralöffner. Es gibt auch verschiedene Drähte, die so gebogen sind, dass ihr hinten reinkommt. Wird aber schwieriger. So, also, dann ist das nächste. Oh, Schlüssel steckt von innen. Wenn der Schlüssel von innen steckt, ist es scheißegal. Das heißt, die Riegel, die ausgesperrt sind, ja, darauf kommt es an. Wenn ihr jetzt zum Beispiel einen steckenden Schlüssel habt, innen drin, und die Tür ist zugefallen, dann habt ihr die Möglichkeit, über diese Kartenöffnung, Drahtöffnung, die Tür aufzumachen, ohne dass ihr da groß was kaputt macht. Es kann ein bisschen Lack von der Tür kosten, wenn ihr mit Draht arbeitet. Es kann ein bisschen von euren Fingern kosten, aber andererseits, der Schlüsseldienst oder dieser Typ, der sich so schimpft, der wird es wahrscheinlich nicht anders machen. Es sei denn, er nimmt gleiche Bohrmaschine, bohrt euch am Schließdinnel darum und ihr habt 1000 Euro Rechnung. Könnt ihr natürlich machen, wie ihr es wollt, je nachdem, wie ihr Finanzen habt. Aber ich würde euch den Tipp geben, wenn ihr jede Tür, wo ihr drauf zukommt, in erster Linie den Draht nehmen, von unten hochfahren, gucken, ob die Tür abgeschlossen ist. Wenn die Tür nicht abgeschlossen ist, habt ihr die Möglichkeit, über die Falle oben das Ding zu öffnen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen und jo, viel Spaß.